Kate! Komm schon! Wir müssen jetzt an die Arbeit. Gut so. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Du schiebst den Karren näher und gräbst neben mir, okay? Es tut mir leid, Liebes. Aber wir haben die ganze Nacht zum Weinen. Ja, da war gerade irgendwas mit dem Tagebuch. Der Wagen muss näher ran. Ja, hier ist aber kein Wagen. Oder ist hier hinten einer? Ach da. Wieso kann die nicht laufen? Die Zeremonie aufgeschoben. Steckt fest. Angezogene Bremsen. Hm, welche Überraschung. Damit du bei uns sein kannst. So. Nein, geh rein. Aber das Ding scheint trotzdem ziemlich verrostet zu sein. Das geht ja gar nicht, ey. Du warst nicht da. Niemand hat ihre Hand gehalten. August 2003. Du hast die Beerdigung verpasst. Ja, wir haben es mittlerweile ja verstanden, dass sie Gewissensbisse hat, aber das kann man doch trotzdem ein bisschen schneller machen. Du hast dich nicht verabschiedet. Muss ich den jetzt bis komplett zum Ende schieben oder nur bis zu ihr? Okay. Sie ist allein gestorben. Ruf mich an. Sie hat nach dir gefragt. Sie hatte Angst. Du hast ihr das Herz gebrochen. Du hast die Beerdigung verwiesen. Du hast sie nicht gelassen. Sie hat auf dem Sterbebett nach dir gefragt. Pardon, nicht aufgepasst. Hey, schau! Komm, sehen wir uns das an. Das könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Sehen wir uns das an. Oh mein Gott!
Ah, ich darf wieder laufen. Sehr schön. Kommen wir mit dem Ding hier raus? Wo sind sie hergekommen? Das muss etwas mit dem Zug zu tun haben. Wow, das ist tief. Man sieht nicht mal den Boden. Ja, und es schneidet uns vom Tunnel auf der anderen Seite ab. Hier geht's nach draußen. Ich sehe das Licht am Ende. Wie kommen wir darüber? Es muss einen Weg geben. Klettern? Komm mit, ich habe eine Idee. Irgendwo muss das Wasser doch auch hinfließen. Das muss der Weg nach draußen sein. Dort am Ende des Tunnels. Oh, sie will aber das nicht machen, was ich denke, oder? Wenn wir genug Tempo draufkriegen, sollten wir den Höhenunterschied am Rand des Abgrunds als Sprungrampe nutzen können, um zum Tunnel auf der anderen Seite zu gelangen und dann an die Oberfläche zu kommen. Ja, wenn wir dieses Ding starten können. Mach dir darüber keine Gedanken. Damals, als ich in der Band war, habe ich immer unseren alten Tourbus repariert. Okay, aber Moment mal. Zuerst will ich mir diese Leichen näher ansehen und vielleicht herauskriegen, was hier passiert ist. Ja, wer spielt auch nicht gerne mit Leichen, ne? Erschossen. In den Rücken. Das dachte ich mir auch gerade. Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie gehörten den braunen Schatten an. Den Faschisten, die den Krieg auslösten, bevor sie Millionen von unschuldigen Menschen massakriert haben. Sollen wir noch mehr machen? Oder... Voller Benzintank. Sie waren wohl auf dem Weg zum Tunnelausgang. Als wollten sie gerade rausfahren. Ihrer Position nachzuurteilen, waren sie in Eile. Ich frag mich, wie ein Haufen Faschisten aus dem Zweiten Weltkrieg hierher kommen. Genau. Und wer sie getötet hat, als sie gerade abhauen wollten. Eins ist sicher. Wir müssen das Motorrad ausprobieren. Was meinst du damit? Willst du über den Abgrund springen? Ganz genau. Aber die Leichen haben keinen Schlüssel bei sich. Ich habe nachgesehen. Sie müssen im Zug sein. Geh du die Schlüssel suchen. Ich sehe mir mal den Motor an. Mach ich. Kommst du zurecht? Keine Sorge, Liebes. Ich bin sicher, die Hübsche hier und ich werden die besten Freundinnen. Ja, die Hübsche ist ein bisschen alt geworden, ne? Kommen wir da rein? Wir haben natürlich kein... Ja. Sieht noch recht stark aus. Ja, das ist toll. Aber ohne irgendeinen Schlüssel oder irgendwas kommen wir da vermutlich eher nicht rein. Dieser Wagen ist luxuriöser als die anderen. Gehörte vielleicht einem Würdenträger? Moment, was ist da? Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie sich einen Hinweis anhören, indem Sie den Fragezeichenknopf drücken. Beziehungsweise in dem Fall ist es der Pfeil nach oben. Warten Sie, bis sich die Anzeige füllt und drücken Sie dann okay. Muss ich das jetzt machen? Weil ich weiß ja gar nicht, ob ich weiterkomme, ehrlich gesagt. Wir schauen erstmal ein bisschen. Oder auch nicht, weil wir uns hier nicht so richtig bewegen dürfen. Toll, noch eine Leiche. Ja, was auch sonst. Moment, da ist was. Was haben wir denn hier? Das muss der Schütze sein. Ah. Warum schießt er von hier drinnen aus? Das ist irgendwie... seltsam. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon gebrauchen kann.
Ja, aber es geht ja ums Interesse. Ich meine, gut, wahrscheinlich haben wir keine Zeit, aber man muss ja auch mal gucken, ne? Suchen wir woanders. Was denn? Stift kann immer jeder gebrauchen. Nimm den doch einfach mit. Mein Gott. Ja, das ist wahrscheinlich wieder das nur... Das muss der Schütze sein. Ich dachte, die sagt noch irgendwas Spezielles jetzt über die Pistole, aber offenbar nicht. Ist aber noch gar nicht so lange her. Er trug Rangabzeichen. Muss ein Offizier der Braunen Schatten gewesen sein, der den Zug kommandierte. Okay. Ah, halt. Ah. Hat sich selbst in den Kopf geschossen. Scheußlich. Ups. Ab wann war das Spiel eigentlich nochmal? Gut, viel kann man ja hier nicht mehr direkt sehen. Abschiedsbrief des Offiziers. Mittwoch, 5. April 1944. Wenn Sie, wer auch immer Sie sind, diesen Brief lesen, bin ich schon längst nur noch ein Sack voller Knochen. Es ging nicht ein Tag ins Land, an dem ich nicht alles tat, was in meiner Macht stand, um dem Vaterland treu zu sein, um meine Pflichten im Namen unseres glorreichen Führers auszuführen. Ich hätte es nicht anders gewollt, wie es mir befohlen wurde. Haben wir unsere Mission erfüllt und den Zug außer Reichweite unserer Feinde am vereinbarten Zufluchtsort gesichert. Aufgrund eines Erdrutsches wurden wir jedoch kurz darauf vom Ausgangstunnel abgeschnitten. Wir sind nun dazu verdammt, für immer in diesem Zug zu verweilen, bis das Oberkommando eines Tages seine Geheimnisse erneut offenlegt. Der Zwischenfall stellte sich jedoch als Glück im Unglück heraus, denn die Rote Armee näherte sich uns von der Ostfront und wir wären ohne das Unglück mit hoher Wahrscheinlichkeit gefangen genommen worden. Auf diese Weise ist unser Geheimnis zumindest sicher. Die Truppen haben alarmierend schnell ihre Moral verloren. Und um sie vor Verrat und Entehrung in einen Moment der Torheit zu bewahren, nahm ich die Bürde auf, mich sie alle zu erschießen. Ach du Scheiße. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie zu ihrer Verzweiflung versucht hätten, mit dem Motorrad zu entkommen, wodurch sie dem Feind direkt in die Arme gelaufen wären. Ohne Frage hätten sie dann im Austausch für ihre Freiheit die Position des Zuges preisgegeben. Ich habe die Zündschlüssel der Form halber versteckt. Ja toll. Mir bleibt nun nur noch zu tun, was mir meine Pflicht im Namen meines Führers und unseres Heimatlandes vorschreibt, damit dieser Schatz versteckt bleibt, bis das Oberkommando dazu in der Lage ist, ihn wieder zu sich zu holen. Hochachtungsvoll Major Christian Sutter. Also hat dieser Offizier der Braunen Schatten seine eigenen Männer erschossen und sich dann selbst getötet, damit der Zug nie von den Alliierten gefunden wird. Was immer da drin ist, muss unschätzbar wertvoll sein. Tja. Seltsam, diese hohle Form. Da muss etwas drin gewesen sein. Okay. Kann man hier irgendwas... Ah, Moment. Bringt uns das jetzt irgendwas? Major Sütters letzter Drink, um sich Mut zu machen? Das hat uns jetzt aber nicht wirklich was gebracht, ne? Das hat uns anscheinend auch nicht allzu viel gebracht. Oder? Ah. Okay, schauen wir aber oben auch mal eben nach, was da so drin ist. Nichts Interessantes hier. Ja, ich will trotzdem wissen, was da drin ist. Ja, komm schon. Suchen wir woanders. Will ich aber nicht. Ich will mir das auch angucken. Mann. Aha. Das markante Symbol der faschistischen braunen Schatten. In vielen Ländern ist es verboten. Und das finde ich gut so. Okay. Kann man das noch drehen?
Ah, sehr schön. Den nehmen wir noch mit. Sehr cool. Steht da was? Moment, da war was. Einer der Schlüssel ist voller Blut. Das muss der für das Motorrad sein. Wuhu, wir können wieder raus. Ach so, Moment. Den Kopf kommt man jetzt nicht mehr untersuchen, oder? Ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht so gewollt. Nur laufen können wir nicht. Aber okay. Hab sie! Verdammt! Sie wurde zu lang nicht mehr gestartet. Überlass das mir. Ich krieg sie schon zum Laufen. Wenn ich nur einen Kickstart hinkriege, kommen wir hier raus. Kann ich etwas tun? Wir haben nicht viel Zeit. Nein, danke. Warum schaust du dich nicht um? Vielleicht ist im Zug irgendwas, das uns hilft, sobald wir hier raus sind. Okay, bin dran. Ah, ich ahne was, ich ahne was. Ja. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Dein Streitwagen wartet. Hey, was hast du? Heilige Scheiße. Wow, das ist ein Vermögen wert. Unglaublich. Das können wir gut gebrauchen, wenn wir unterwegs sind, Süße. Aber irgendwas erinnert die an die Eltern oder so? Ein Meisterwerk. Die braunen Schotten müssen es während des Zweiten Weltkriegs erbeutet haben. Ja, sowas dachte ich mir schon. Das kennen wir doch schon. Das muss unschätzbar wertvoll sein. Jetzt verstehe ich, warum die braunen Schatten den Zug so unbedingt verstecken wollten. Die Beute hier drin ist ein Vermögen wert. Das, glaube ich, kennen wir auch, oder? Das auf jeden Fall. Red ich doch mal. Das kennen wir auch. Auch wenn das alles so ein bisschen verwittert ist. Ich mag gar nicht dran denken, was aus den Besitzern all dieser gestohlenen Gegenstände wurde. Oh mein Gott. Was ist? Es ist unglaublich. Das musst du sehen. Ja, es ist ziemlich gut gemacht. Die Farbe der Felswand dort gefällt mir. Ist es das, was dich fasziniert? Nein, Kate. Schau da, es ist direkt vor deiner Nase. Ja,
Ja, schau doch mal, es ist deine Mutter, wenn ich das richtig sehe. Wobei ich hier nichts anklicke. Achso, da. Offenbar ist das von 1937. Aber ich kann die Unterschrift nicht lesen. Cola? Koba? Oder so? Aber was ist so faszinierend daran? Siehst du es nicht? Schau es dir genauer an. Tut mir leid, du musst schon genauer sein, Katjuscha. Ich sehe es immer noch nicht. Schau noch mal hin. Das Mädchen. Sie sieht genauso aus wie du. Naja. Findest du wirklich, sie ähnelt mir? Komm, das ist doch echt unglaublich, oder? Wie auch immer, ich schlage vor, du steckst es weg. Wir müssen los. So. Können wir noch mehr nachforschen? Eigentlich nicht, ne? Oder ist hier hinten noch irgendwas, was wir noch nicht angeklickt haben? Nö. Okay, dann steigen wir mal aus. Komm schon, Kate. Gib's zu, sie sieht dir ähnlich. Das muss ein Zeichen sein. Schön stehen bleiben, Mädels! Na gut. Sie haben uns erwischt. Aber werfen Sie doch mal einen Blick in den Zug. Er ist vollgestopft mit Schätzen. Wir können alle Stinkreiche rausgehen. Schauen Sie nur. Keine Bewegung. Hören Sie mir zu, Simona. Sie waren immer gut zu uns. Warum können wir einander jetzt nicht helfen? Zusammen sind wir stärker. Klar. Ihr wart brave kleine Gefangene. Persönlich habe ich nichts gegen euch. Aber ich könnte ja auch den Schatz für mich behalten. Ich könnte raus aus diesem elenden Loch. Niemand würde es erfahren. Ich könnte sogar sagen, ihr habt versucht zu entkommen. Was ja nicht mal eine Lüge wäre. Simona, nicht! Nehmt's nicht persönlich. Ich brauche eine Veränderung im Leben. Ich glaube, ihr versteht meinen Standpunkt. Meine liebste Katjuscha. Oh, Kate, arme Kate. Jetzt bist du allein. Mit deinem Zug voller Schätze. Sprich nicht. Du musst dir deine Kraft aufsparen. Es hat keinen Zweck, Kate. Shh, Katjuscha. Hör zu. Das Mädchen auf dem Bild. Wäre voll cool gewesen, zusammen nach ihr zu suchen. Oder? Das wird es immer noch. Ich nehme dich mit. Nein, du musst gehen. Du musst gehen und es herausfinden, bevor die Wachen kommen. Finde das Mädchen. Ja? Kate? Liebe dich. Vergiss mich nicht, Kate. Ich mache jetzt die Augen zu. Ja.
Da drüben! Ja, und da machte sie sich auf, die Schicksale, die miteinander verwoben waren, das Mädchen zu finden, was sie auf dem Bild gesehen hat. Und letztlich den letzten Wunsch ihrer Freundin zu erfüllen.